Yo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar wurde von Ufo seinem neuen Signing, dieser Datalov, Datalov heißt er, glaube ich. Ich glaube, man spricht so aus. Keine Ahnung. Können Sie jemand anderes fragen? Wie gesagt, sein Track, beziehungsweise viele Tracks von seinem Album wurden geleakt. Und ich denke, die kommen auch so wie sie veröffentlicht wurden. Beziehungsweise, ich glaube, ein oder zwei Songs waren sogar so in der Story von Ufo drin gewesen. Und ja, ich gebe mir jetzt einfach mal einen Song. Icy heißt der Song. Der Song wurde schon geleakt. Wie gesagt, ich habe schon mal reingehört. Kann man mir nicht verübeln, auf jeden Fall. Jeder ist neugierig, jeder möchte die Tracks hören. Ihr wisst, was ich meine. Und solange man die danach auf Spotify unterstützt, kann man auch nicht meckern. Im Endeffekt, die verantwortlich dafür sind, dass die Songs geleakt wurden, die müssten in Rechenschaft gezogen werden. Aber kann man niemand verübeln, wenn er sich das reinzieht. Und ich gebe mir mal kurz den Song. Anders. Bruder, alter Track, der fängt ja mal heftig an. Hört mal kurz da rein, das ist ja, also gebt euch mal, das ist ja heftig. Hört ihr das? Also ich kann euch nicht zu viel davon zeigen, sonst wird mir einfach das Video gesperrt. Wie gesagt, sein Song wurde geleakt, es wurden mehrere Songs von ihm geleakt. Wie gesagt, Freunde, seid gespannt, sein Album wird auf jeden Fall kommen. Was mir direkt auffällt, das Lied geht nur 1 Minute 50. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch so rauskommen wird, keine Ahnung. Vielleicht, ja, wird nur ein Feature mit Ufo oder so drauf sein. Ich kann es euch nicht sagen. Das zweite Lied von ihm geht auch nur 1 Minute 55. Schon kurz, also schon madig, wenn es jetzt echt so kommen sollte. Aber geht voll klar. Das und ein anderes Lied feiere ich eigentlich. Das andere heißt One Shot, glaube ich. Also wenn das so kommt, wie es hier im Blick ist, heftig. Schreibt mir eure Meinung zu ihm in die Kommentare, was ihr zu Datalov meint. Ja, okay, der ist ja relativ jung. Man kann nicht so viel sagen. Er hat auch nicht so viele Lieder online. Ja, warten wir einfach mal ab. Der tickt auf jeden Fall so wie Ufo. Singt auch im einen oder anderen Lied einfach ey, ja, ja, ganze Zeit dieses ey, ja. Ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.